Hallihallo, liebe Freunde des Roblox. Ich möchte euch mal was ganz Cooles zeigen. Nämlich hier dieses Item hier, die Grappling Hook. Sie ist sehr, sehr gut. Sie kostet 4800 Monies oder so. Und es gibt ein paar Tricks, wo man sich in Häuser glitschen kann. Und ich habe gerade, glaube ich, das beste Setup gefunden, was es geht. Was es gibt, meine ich. Was es geht, ich kann kein Deutsch. Grundsätzlich zum Grappling Hook. Wenn ich in First Person gehe und es einfach shoote. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Aber grundsätzlich, wenn man hier an einem Haus steht, dann schießt die Grappling Hook immer nach links. Und ihr müsst euch einfach nur so hinstellen, dass ihr, oh, jetzt ist der weggegangen, der Spieler hier, dass ihr quasi neben dem Haus steht, euch so positioniert, nicht mit dem Face into the House, sondern so 90 Grad weg vom Haus. Dann geht ihr in First Person, beziehungsweise geht ihr so hin, also nicht ganz 90 Grad. Weil sonst schießt ihr eher so nach vorne. Ich würde so sagen, das ist eher so ein, keine Ahnung, 60 Grad Winkel. Und eure Grappling Hook schießt nach links. Und dann spammt ihr einfach den Sleep Beam Button, bis ihr wirklich sleept. Dann zieht ihr ganz schnell die Kamera nach vorne und schon seid ihr drin. Und die Methode ist halt wirklich die allerbeste, weil du kannst sehr lange in Häusern einfach herumlaufen, ohne dass du, wenn du Manager bist, einfach vom Haus rausgeworfen wirst. Also das Doofe ist, dass die Furniture loaden leider überhaupt nicht, aber du kannst einfach rumlaufen, du kannst irgendwelche Leute abfucken und das geht echt bei jedem Haus. Das ist jetzt so ein kleines Haus, ne, aber hier, das Haus ist ja auch ein bisschen größer jetzt. Ich gehe mal hier hin, mache ich genau das. Are you fucking kidding me? Naja, es ist gleich großes Haus. Set dich einfach so ab. Dann gehst du aus dem First Person raus. Spammst den Sleep Button. Zoomst deine Kamera in das Haus rein. Zoomst wieder komplett rein. Und schon bist du drin. So, es ist super easy. Es ist ein sehr gutes Setup. Ich habe es früher immer so gemacht, dass ich auch ähnlich. Oh, Junge, warum liefen die ganze Zeit Leute? Dass ich ähnlich so in einem Winkel zur Tür stand. Dann spamme ich einfach den Sleep-Button. Aber öfter passiert es halt, dass die Furniture dann loaden, wenn du durch die Tür bist und du zurück on break bist. Und wenn du die Grappling Hook dann rausmachst, dann, wie man hier sieht, dann bist du. Dann wirst du halt in dein Haus geteleportet. Ich will mal kurz auch was ausprobieren, ob es am eigenen Haus auch sehr gut klappt. Jetzt bin ich den Button, bin drin. Nee. Also am eigenen Haus funktioniert es nicht so, leider, aber wenn du in fremde Häuser gehst, dann kannst du die ziemlich lange abfacken und zack, bin drin. Kannst hier einfach rumlaufen. Kannst dich an die rumgrappeln und sagen, hey, du bist ein Spast oder so ein Scheiß, um die irgendwie abzufacken. Naja, das war das kleine Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dislike das Video, deabonniert und ciao, ciao. Oh, das Video ist gleich 4:20 lang, dann lade ich es hoch.